Heyo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Disney Dreamlight Valley. Wir stehen hier gerade im Dorf und wir möchten mit Donald reden. In der letzten Folge haben wir Anna ins Dorf geholt, haben Elsa kennengelernt. Allerdings bleibt Elsa noch etwas in ihrer Welt drin. Und ich werde jetzt kurz mit Donald noch reden, da ich ihm noch schnell seine Lieblingsgeschenke schenken muss. Willst du mir helfen, einen Streit mit Goofy zu schlichten, sobald ich recht habe? Worum ging es denn? Goofy behauptet, er habe einmal einen Wels in einem See gefangen. Aber es gibt keine Welse in See. Goofy weiß nicht, wovon er spricht. Goofy ist ein bisschen dusselig, aber er kennt sich mit vielen Dingen aus. Ich habe einen Wels schon gefangen. Ich weiß nicht so recht. Ganz genau. Er hat keine Ahnung von Fischen, wenn er glaubt, dass Welse in Seen leben. Jeder weiß, dass der Wels im Meer lebt. Der Wels ist im Supermarkt heimisch. Sehr lustig. Wir fahren ans Meer, um Welse zu fangen. Du sollst besser wie ein echter Fischer aussehen. Wenn wir einen echten Wels fangen, wird es überall nass werden. Du willst ja nicht nass werden. Hier, zieh die Watthose an. Schick. Ich möchte kurz trotzdem mit dir reden. Du kriegst nämlich noch deine Lieblingsgeschenke für heute geschenkt. Damit ich das schon mal abhaken kann. Danke. Ich habe noch was für dich. Die grüne Passionslilie. Bitteschön. Super. Wir werden uns nämlich jetzt ein bisschen mehr damit beschäftigen, die Leutchen ein bisschen zu leveln, die Quests zu machen. Grüne Fischer-Badhose. Bitteschön. Kann ich kurz die Handschuhe wieder ausziehen? Die passen nicht so ganz zum Outfit. Generell, ich könnte mir auch mal wieder einen anderen Hut anziehen hier. Guck mal, ich ziehe den Fischerhut dazu an. Da sind wir heute mal fischig unterwegs. Habe ich noch irgendwie was an Deko oder so? Habe ich einen Fisch oder so? Nee, habe ich nicht. Aber ich kann als Begleiter eine Schildkröte mitnehmen. Die weiße Meeresschildkröte. Das passt doch. Das ist mein Outfit für heute. Fange ein paar Fische im Meer. Okay, machen wir. Heute bin ich die Angelmine. Ja, mit meiner Schildkröte. Dann gehen wir mal ein bisschen angeln. Ja. Ja, wie gesagt, wir hatten die letzten Dings freigeschaltet. Wie heißen sie jetzt? Die letzten Gebiete haben wir freigeschaltet gehabt. Dann haben wir dafür gesorgt, dass Anna reinkommt. Vajana und Maui sind ja auch beide im Dings drin. Eigentlich wollte ich bei Vajana weitermachen, aber die Gute schläft leider Gottes. Deswegen ist es gerade nicht so möglich, mit der zu questen. Donald, ist alles okay bei dir? Der hat zwei unterschiedlich große Augen, das sieht gruselig aus. Also gut. Tada, ein Fisch. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall damit weitermachen, die Leute ein bisschen hochzuleveln. Da Maui uns helfen kann, diese großen blauen Dinger abzubauen. Anna kann uns helfen, die Baumstümpfe wegzumachen. Ja, Vajana kann den Fischfang automatisieren. Und beim Rest weiß ich noch gar nicht. Merlin kann uns helfen, die Pilze wegzumachen. Ja gut, die Pilze stören mich jetzt nicht so. Der Rest stört mich tatsächlich mehr, weil ich hier nicht frei rumlaufen kann. Und das nervt mich ehrlich gesagt sehr. Deswegen möchte ich das jetzt ein bisschen beschleunigen, dass wir dann auch hier überall frei rumlaufen können. Ach, schön. Ah, ein hübsches Foto hier. Ein fischiger Streit. So. Ja, das ist das Haus von Mariana. Das hier ist das Haus von Maui. Für den Fall, dass jemand die Folge nicht geguckt hat. Ariel haben wir auch reingeholt. Wir haben also ein paar, viele Charaktere in der letzten Zeit reingeholt. Finde ich auch ganz gut, weil wir jetzt endlich ein bisschen vorankommen. Und wenn die Charaktere im Dorf sind, können wir endlich questen und dann kommen wir ein bisschen voran.
Da ja auch im Februar bei mir einiges ansteht, im Februar kommt ja Harry Potter raus. Hier, wie heißt das denn jetzt? Hogwarts Legacy. Und das möchte ich natürlich auch spielen. Und in der Zeit werde ich dann wahrscheinlich keine Zeit für Disney Dreamlight Valley haben. Deswegen möchte ich Disney Dreamlight Valley nach Möglichkeit fast fertig haben, bis es soweit ist. So, ist hier noch ein Fisch irgendwo? Nee. Ein Königsfisch habe ich jetzt noch gefangen. Ach komm, es fehlen nur noch drei Fische. Einer noch. Einer fehlt noch. So. Der letzte. Bitteschön. Wir haben eine Menge Fische gefangen, aber keiner von ihnen ist ein Wels. Vielleicht hatte Goofy recht. Das ist unmöglich. Ich schwöre. Erst neulich habe ich hier einen Wels gesehen. Folge mir. Läufst du? Okay. Und. Das ist eine Zeitkapsel. Was? Du hast noch eine der Zeitkapseln gefunden, die ich im Dorf versteckt habe? Nee, ach komm schon. Oh, ich habe einen Bug. Mist, ich muss kurz das Spiel neu starten. Okay. Mal gucken. Was? Du hast noch eine der Zeitkapseln gefunden, die ich im Dorf versteckt habe? Gib sie mir. Oh, Gott sei Dank ist das direkt da gespeichert. Mist, der Deckel ist fest zugeschraubt. Mann, muss ihn nur drehen. Bitteschön, ich habe ihn für dich gelockert. Du kannst ihn öffnen. Öffne die Zeitkapsel und sehe nach, was sich darin befindet. Nutze. Bilder? Das ist Merlin, wie er Zeitkapseln verhext. Das ist Donald, wie er eine Zeitkapsel eingräbt. Und das ist Donald. Also das ist eine Zeitkapsel und das ist Donald. Ich fange an, mich daran zu erinnern, was in der Zeitkapsel war, Mine. Und wenn Merlin dabei war, muss es wirklich wichtig gewesen sein. Was hat er dir gesagt? Oh, verflixt. Dieser Teil meines Gedächtnisses ist immer noch verschwommen. Ich habe außerdem einen Platz auf der sonnigen Ebene gesehen. Weißt du etwas darüber? Ich muss darin etwas versteckt haben. Etwas Wichtiges. Wir müssen nachsehen. Was ist mit dem Wels? Der Wels kann warten. Lass uns zur sonnigen Ebene gehen. Seht ihr? Ist doch gut, dass ich das dann gemacht habe. Dass ich die sonnige Ebene schon freigeschaltet habe, weil wir sie jetzt eh brauchen. Da ist was gewachsen. Gibt es einen neuen Stein hier oder? Nö. Okay, wir müssen den Ort aus der Erinnerung jetzt finden. Das war lass uns noch mal das Bild angucken. Ich weiß nicht, wo genau das ist, ob das hier überhaupt irgendwo ist. Da. Man kann. Das ist dieser sandige Boden auf jeden Fall. Von da aus kann man quasi rüber gucken. Aber es ist doch nur hier sandiger Boden, oder? Muss auf jeden Fall irgendwo an einem dieser Dinger gewesen sein. Meint er das da vielleicht? Nee, aber eigentlich nicht.
Gucken wir mal weiter, ob wir vielleicht noch irgendwo anders sandiger Boden sind. Da ist noch sandiger Boden. Da ist was vergraben. Hier. Durchsuche das Biom, um zu sehen, ob hier das vergraben ist. So. Komm, essen wir das einfach. Eine Zeitkapsel. Geben. Eine weitere Zeitkapsel. Aber diese hier sieht anders aus. Und sie ist fest verschlossen. Was auch immer darin ist, muss super wichtig sein. Ich werde versuchen, sie eine Weile gegen einen Stein zu schlagen. Vielen Dank für deine Hilfe, Mine. Moment mal, es ist uns nie gelungen, ein Wälzchen mehr zu finden. Oh, Mist. Vielleicht hatte Goofy recht. Du solltest dich entschuldigen. Du hast recht. Danke für deine Hilfe, Mine. Ich werde mich bei Goofy entschuldigen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich herausgefunden habe, wie man diese Zeitkapsel öffnet. Okay. Du bist hingefallen. Ja. Schön. Gut. Gucken wir mal weiter bei den Aufgaben. Ist Vajana jetzt wach? Ich möchte gerne mit ihr reden. Vajana schläft immer noch. Warum? Die rennt den ganzen Tag hier rum. Und dann, genau dann, wenn ich mit ihr was machen will, pennt die. Dann werden wir mit Anna reden. Aber erst werde ich mein Inventar noch leeren. Hier bin ich. Ach, das ist Merlin, der da steht. Nee, mit Merlin will ich jetzt nicht reden. Ich mache gerade mein Inventar leer und dann, ja. Gehen wir zu Anna. Der ist schon wieder größer geworden, der Baum. Sollen wir was zusammen unternehmen? Mina, genau die Person, die ich sehen wollte. Ich weiß, was wir tun können, damit Elsa sich willkommen fühlt, wenn sie das Funeral Valley besucht. Hast du Zeit, mir zu helfen? Was brauchst du? Ich möchte einen Ort finden, der sich anfühlt, als wäre er nur für Elsa gemacht. Irgendwo... Kalt, eisig, magisch, eisiges. Genau. Auf der anderen Seite des Waldes der Tapferkeit habe ich eine Eishöhle gesehen, die mich an erstaunliche Eisstrukturen erinnert, die Elsa baut. Aber ich brauche deine Hilfe, um dorthin zu gelangen, weil diese Baumstümpfe die Brücke blockieren. Folge mir, ich werde es dir zeigen. Ja, lass uns die Baumstümpfe wegmachen. Die gehen mir nämlich so auf die Nerven. Ja. Ich bin bereit dafür. Sprich mit Anna über die Baumstümpfe. Dies ist der Weg zur Eishöhle. Wie du siehst, haben wir ein Problem, das uns den Weg versperrt. Ich habe versucht, die Stümpfe auszukramen. Sie sind ziemlich robust. Die Wurzeln sind tief eingegraben. Ich schätze nicht, dass eine normale Schaufel das bewältigen kann. Du hast Glück. Ich habe eine magische Schaufel. Und natürlich hast du eine magische Schaufel. Du bist die beste, Mine. Komm schon, lass uns die Brücke freiräumen. Oje. Oje? Was oje? Ich glaube, dass selbst meine Schaufel nicht ausreichend wird. Diese Dinger sehen aus, als würden sie ihre Magie, ihre Energie aus dunkler Magie ziehen. Oh, okay. Wir müssen uns nur etwas anderes einfallen lassen. Ich kann es kaum erwarten, dass Elsa diesen Ort sieht. Du bist eine gute Schwester. Glaubst du, dass es ihr gefallen wird? Es muss einen Weg geben, an diesen Schimpf vorbeizukommen. Ja, oder? Lass mich nachdenken. Moment mal, ich hab's. Neulich habe ich mir die Bücher in meiner Bibliothek angesehen und ein Buch über mystische Flora und Fauna gefunden. Es war ziemlich kompliziert, aber ich wette, es hat die Antwort darauf, wie man diese Baumstümpfe beseitigt. Lass uns das Buch in meinem Haus finden. Suche nach dem richtigen Buch in Annas Haus. Annas Haus ist da. Ich hoffe, Christoph ist wach. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch da rein können, weil Christoph ja am Schlafen ist. Wir kommen nicht rein, Anna. Wir haben ein Problem. Wir kommen nicht rein. Christoph schläft. Nervig. Ja, und jetzt? Bringt es vielleicht was, wenn ich das Haus einfach mal kurz umsetze? Ist der dann vielleicht wach? Habe ich ihn jetzt aufgeweckt? Nee, hab ich nicht. Och, das ist doof. Das ist so doof. Jetzt komme ich da nicht rein, weil der pennt. Oh, Mensch. Ja gut, Anna, dann kann ich dir jetzt gerade nicht helfen. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Wahrscheinlich pennt Vajana auch noch, gell? Ja, natürlich pennt die noch. Oh.
Ich glaube, Vaiana und Christoph haben den gleichen Tagesrhythmus, weil ich sehe die auch zusammen im Restaurant sitzen. Wo sind wir denn? Ja, dann lass uns jetzt mit Mini reden. Es hat ja so keinen Sinn. Ich komme ja nicht rein. Ich kann ja so nichts machen mit ihr. Wo ist Mini? Mini rennt irgendwo rum. Und keiner weiß. Mini ist im Restaurant. Okay. Entschuldige, Anna. Ich kann dir gerade nicht helfen. Ich hoffe, wir können die Quest machen, während Mini im Restaurant sitzt. Köstliches Gemüse und Gemüseauflauf. Das können wir gerade noch machen. Ich habe keinen Käse. Muss holen. Ich habe kein Rezept für köstliches Gemüse. Gemüse und Gewürz, warum wurde mir das nicht, angezeigt? Ich hätte gern einen Käse. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Gerichte. Anna, du stehst mir im Weg. Wow, sieh nur, ja, jetzt verzieh dich. Was ist denn heute mit meinen Leuten los? Hier, hallo, Goofy. Kumpel. Ich habe deine Bestellung. Bitteschön. Und du. Ich habe auch deine Bestellung. Bitteschön. Ja, jetzt ist sie direkt schon besser mit mir befreundet. Mini wird mit uns... Ach nee, hab ich sie schon als Begleiter? Ah, Gartenarbeit, okay. Mini macht Gartenarbeit. Oh, das Kleid von ihr ist total süß. Ah, guck mal, wir steigen auch auf. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Oh, Mine, ich bin so froh, dich zu sehen. Ist das nicht ein bezauberndes Dorf? Ich würde gerne ein paar der schönen Blumen pflücken. Hast du Lust, mich dazu bald zu begleiten? Klar. Wunderbar, ich habe im Wald ein paar blaue Blumen gesehen. Lass uns zusammen welche pflücken gehen. Vielleicht gebe ich sie sogar diesem charmanten Mickey. Oder vielleicht auch nicht. Es ist mir so peinlich, dass ich mich nicht mehr an ihn erinnere. Wir sind so froh, dass du hier bist. Oh, Mini erinnert sich nicht mehr an Mickey. Süß. Also nicht süß. Es ist nicht süß, dass sie sich nicht mehr an ihn erinnert, aber es ist süß, dass sie ihm trotzdem ein Geschenk dann machen will. So, jetzt müssen wir nur Blumen finden. Kann ich die nicht theoretisch auch einfach pflanzen? Ich habe ja welche schon gepflückt gehabt und die in meinem Dings. Ist das eine blaue Sternlinie, Lilia? Nee, die war lila. Ja, es ist dunkel. Tut mir leid, ich sehe das nicht richtig. Oh mein Gott, ich bin dumm. Sternlilie. Ja, ist wahrscheinlich nicht so, weil sie so super schön gelb ist. Sondern weil die Form hat von einem Stern. Und ich habe natürlich jetzt keinen Platz mehr. Also, ich... Die Fische von Donald sind jetzt schuld. Da, bitteschön. Da ist noch eine. Ja, die nehme ich auch mal direkt mit. Ich brauche sowieso genug mehr davon. Ob die Charaktere dann ihre Erinnerung auch zurückbekommen, das würde mich jetzt mal interessieren, weil es wäre ja doch sehr schade, wenn Mini alles vergessen hat, was sie mit Mickey erlebt hat und da gar nicht mehr an die Erinnerung drankommt am Ende. Das wäre ja wirklich sehr traurig. Also ich finde das traurig. Ich meine, klar, okay, so hat sie jetzt die Chance, sich nochmal neu in ihn zu verlieben. Ach, guck mal, da liegt eine Tagebuchseite, die schon seit ewigen Zeiten da liegt. So hat sie natürlich die Chance, sich nochmal neue Mickey zu verlieben, aber trotzdem, es wäre ja sehr schade um die ganzen Erinnerungen. Ich kann nicht schlafen. Die Ranken wachsen sonst um mich herum. Wenn ich vorangehe, wachsen sie in meinen Fußstapfen. Hm.
meine, sie hat ja wirklich einiges mit ihm erlebt und es wäre halt einfach so traurig, wenn sie nie wieder an diese Erinnerung rankommen würde. Es fehlen noch Blumen. Ich werde mal gerade was probieren. Ich guck mal gerade, ob ich die Pflanzen gerade auch einfach so aus dem Lager holen kann. Hier sind die nicht, aber ich kann die da wegpacken. Ob ich die so einfach aus dem Lager holen kann und ob das zählt. Zwei brauche ich noch. Nee, okay. Aber wenn ich die jetzt hinstelle, zählen die dann? Steht hier nur, dass ich pflücken muss. Steht ja nicht, dass ich die nicht schon mal gepflückt. Ach, ich wollte nur eine haben. Ja, das zählt. Prima. Ich hol die jetzt aber alle nochmal mit. Okay, bring Mini. Danke, Mine. Es ist so schön, wieder Blumen zu sehen. Als ich an diesem Ort war, fühlte ich mich sicher, aber es gab keine Farbe. Und das macht mich ein bisschen traurig. Diese Blumen sind die perfekte Abhilfe. Weißt du, ich glaube, ich würde sie gerne dem netten Kerl geben, den ich getroffen habe. Mickey, könntest du mir helfen, ein hübsches Blumenarrangement für ihn zu machen? Ich habe bereits die Vase dafür. Alles, was noch fehlt, sind die Blumen. Wir können sie mit den Hortensien, Glockenblumen und Sternenlilien füllen, die wir gepflückt haben. Okay. Fertige Minis Blumenarrangement. Dafür gehen wir nach unten, weil ich muss wahrscheinlich... Kann ich mir zumindest vorstellen. An die Dings. An die. An meine Lagerkisten. So. Oh, nö. Ach, ich muss ja nicht an die Lagerkisten. Es wird ja automatisch genommen, genau. Jubiläumsfortschritt. Schick, schick, schick. Okay, machen wir mal das Arrangement. Okay. Mini, wo bist du schon wieder, kleine Nudel? Die irrt noch da oben im Wald rum. Hallo. Oh, es ist perfekt, Mine. Ich hoffe, Mickey werden sie gefallen. Sein Name war die einzige Erinnerung, die ich an diesem Ort hatte. Könntest du sie ihm bringen? Es ist immer noch peinlich, dass ich mich nicht an ihn erinnere. Natürlich, Mäuschen. Da fällt mir gerade eine Story zu ein. Und zwar, ich glaube, das war in der 5. Klasse oder so bei mir. Ich hatte mich in einen Klassenkameraden verguckt, aber ich war zu schüchtern, um ihm meinen Liebesbrief selber zu geben. Ich weiß noch, dass ich mit meiner Schwester auf meinem Bett saß, einen Liebesbrief geschrieben habe und den habe ich dann am nächsten Tag meiner besten Freundin gegeben, dass sie ihn, sie den Brief an ihn weitergibt. Ja. Er hat mir dann später Wer kennt wen geschrieben? Das war nicht in der 5, das war in der 6, glaube ich. Irgendwie so um den Dreh. Daran erinnert mich gerade die Situation. Bitteschön. Blumen von Minnie? Meine Güte, das ist wirklich nett von ihr. Sag, wie geht es ihr? Erinnert sie sich an irgendwas Neues? Sie erinnert sich an Blumen. Es gibt noch Hoffnung. Und ob es die gibt, Mine. Danke, dass du ihr hilfst. Oh, könntest du ihr für die Blumen danken? Ja, können wir machen. Kehre zu Mini zurück. Hab natürlich nichts anderes zu tun. Wo ist Mini? Rennt hier immer noch da oben rum? Nee. Ach, Christoph und Dings schlafen immer noch. Godel ist in ihrem Haus. Ist Mini im... Ja, Mini ist im Restaurant. Warum ist Mini... Warum... benutze ich den Teleporter.
Hallo. Aha, aha, aha. Erinnerst du dich nicht an Mickey und schmeißt dich dann an Goofy ran, oder was? Haben Mickey die Blumen gefallen? Das haben sie. Oh, ich bin so froh. Die Situation ist wirklich seltsam. Ich habe das Gefühl, ich sollte ihn kennen, aber ich kenne ihn nicht. Vielleicht hilft ein Gespräch mit ihm, um dein Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Oh, das macht mich ein bisschen nervös. Aber ich kann es versuchen. Ich bin so stolz auf dich. Ja, ich bin auch stolz auf dich, Mini. Aber es nervt mich, dass Christoph jetzt einfach pennt und ich da nicht rein kann. Ich kann nicht bei Vaiana weitermachen, wo ich weitermachen will. Ich kann nicht bei Anna weitermachen, wo ich weitermachen will. Toll, super. Wir könnten halt noch mit Mutter Gothel sprechen, aber ich denke, ich werde hier jetzt einfach einen Cut machen erstmal. Und dann werden wir in der nächsten Folge bei Anna weitermachen. Vielleicht, es kommt noch an, vielleicht nehme ich jetzt noch was auf. Muss ich gucken, wie ich lustig bin. Aber wir machen dann auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter mit dem Questen. Ich hoffe einfach, dass bis zur nächsten Folge Christoph und Vaiana dann wach sind. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen hier rumwerkeln, werde noch ein bisschen aufräumen, werde noch die Sachen pflücken, werde noch ein bisschen Geld verdienen und sowas. Und dann werden wir einfach in der nächsten Folge weitermachen. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!